Und da sind wir auch schon wieder in einer neuen Folge von Fallout 4. Jetzt sollen wir, glaube ich, Ältesten Maxen Bericht erstatten. Ich bin stolz, unser Ältester. Quatsch nicht. Really want. Ich tue, was ich will, was ich wirklich will. Ach, und sowas war Musik. Oder überhaupt, sowas ist Es Musik. war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Jawohl. Ach, ehrlich? Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Mehr Granaten. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealths sorgfältig absuchen lassen, aber sie konnten nichts finden. Was immer Sie brauchen, Ältester, sagen Sie mir es einfach. Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich kann Ihnen nur raten, Augen und Ohren offen zu halten, Ritter. Jeder verfügbare Gelehrte arbeitet daran, einen Weg ins Institut zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine Lösung gefunden haben. Alles klar. Warum bin ich überladen? Achso, der hat mir Sachen gegeben. Dann können wir den mal wegschmeißen. Und vielleicht nehmen wir auch einfach mal ein paar raus. Bis von allen. Oh. Alles klar. Tja, was machen wir denn da jetzt? Also jetzt nicht wegen der Abhängigkeit. Wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme, lässt mich Captain Carls 100 Liegestütze machen. Ja, ich habe keine Lust mehr zu leben. Wow. Superheldenlandung. Karte, was haben wir denn hier? Easy City Downs. Wollen wir da mal hin? Dann mal hier den Weg vielleicht abchecken, was da so los ist. Ich möchte jetzt nicht schon wieder eine Schnellreise machen, ehrlich gesagt. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Das ist unser Versorgungslager. Verschwinde, wenn du nicht dienstlich hier bist. Bin dienstlich hier.
Munition. Ich glaube, das hat. Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Da wird einem ja übel. Ja, richtig schlecht. Interessiert mich nicht. Ich bin hier nur beigetreten, weil es Vorräte gibt. Ich entscheide später, wer von euch verdient hat, weiterzuleben. Aber ich stehe da in der Bruderschaft, wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, da ich ja nicht die Videos zusammenschneiden kann. Glaube ich zumindest. Oder ich kann es auf. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Wäre es interessant zu wissen. Ach, der läuft jetzt nach Hause, alles klar. Du solltest dranbleiben. Deine Instinkte scheinen. Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Jo. Bereit. Verstanden. Du bist eigentlich abgehauen. Vielleicht seltsam an, aber was hältst du von Gelehrter Halen? Gelehrte Halen? Warum? Stimmt mit dir etwas nicht? Nein, überhaupt nicht. Halen geht es gut. Ich wollte nur mit dir über sie reden und vorher wissen, was du von ihr hältst. Sie ist wirklich äußerst engagiert. Eine echte Teamplayerin. Nichts lieber als das. Aber ich war nicht auf eine Bewertung ihrer Arbeit als Gelehrter aus. Ich wollte wissen, was du von Halen hältst, als Mensch. Das ist so untypisch für dich, Dance. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ich rede wohl um den heißen Brei herum, weil ich solche Gespräche normalerweise unangenehm finde. Ich versuche, direkt zum Punkt zu kommen. Die Wahrheit ist, ich bin um sie besorgt. Da wir beide so gut miteinander auskommen, dachte ich, ich kann mich dir anvertrauen, um eine ehrliche Meinung zu hören. Es ehrt mich, dass dir meine Meinung so wichtig ist. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Lass mich alles von Anfang an erklären. Kurz bevor du uns gefunden hattest, wurde einer meiner Männer mehrfach von Raidern angeschossen. Halen blieb 2 Tage lang ohne zu schlafen an der Seite des Ritters und kämpfte um sein Leben. Was ging mit ihm langsam bergab. Ich fand, dass sein Leiden enden musste und befahl Halen, ihm eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, um ihn in Würde sterben zu lassen. Obwohl ich sicher bin, dass sie weiter um das Leben des Ritters kämpfen wollte, gab sie ihm, ohne zu fragen, die Spritze. Sie hat das Richtige getan. Natürlich hat sie das. Aber um die Entscheidung, diesem Soldaten das Leid zu nehmen, geht es ja nicht. Es geht darum, was später an diesem Abend passiert ist. Halen kam zu mir, während ich Wache hatte. Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass was nicht stimmte. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach sie weinend in meinen Armen zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also hielt ich sie eine Weile. Ein paar Minuten später hörte sie auf, küsste mich auf die Wange und sagte nur, danke, bevor sie ins Polizeirevier zurückging. Da wurde es mir klar. Vielleicht hatte ich es übertrieben. Ich hatte ihr befohlen, ihren Instinkt zu ignorieren. Etwas zu tun, das ihrer Ausbildung nach falsch war. Daher mache ich mir Sorgen um sie. Und auch um alle anderen unter meinem Befehl. Nimm Halen doch nicht als Entschuldigung. Hier geht es um dich. Ja, ich schätze, du hast recht. Also, 4 Soldaten, mehr als die Hälfte meines Teams sind tot. Jeder starb aufgrund meiner Entscheidungen. Ich kenne die Risiken, die diese Arbeit birgt. Das tun wir alle. Aber wie kann mir irgendjemand überhaupt noch vertrauen? Verdammt, wie kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? So wie du Halen gehalten hast, weiß ich, dass sie dir nicht egal sind. Und du ihnen auch nicht. So habe ich das noch nie gesehen. Sieht aus, als hätten sich die Dinge geändert. Ich habe mich als dein Fürsprecher gemeldet, um dir alles beizubringen, was ich weiß. Aber heute war ich es wohl, der eine Lektion gebraucht hat. Aber Spaß beiseite. Es freut mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Und trotz all deiner Probleme hast du dir die Zeit zum Zuhören genommen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit dir nicht nur als dein befehlshabender Offizier reden kann. Heißt das, du würdest mich halten, wenn ich es jemals bräuchte? Das wäre wohl kaum angemessen, Soldat. Halen soll keinen falschen Eindruck erwecken. Wir sind nur Freunde. Aber danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das hat wohl stärker auf mir gelastet, als ich dachte. Mir tut nur leid, dass du meine schlechteste Seite erlebt hast und nicht meine beste. Also wir flirten mit jedem, wenn wir die Möglichkeit haben. Nur so als für die Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, aber wir machen es einfach. Ich fand das schon bei Gronkh lustig. Ich dachte, das machen wir hier auch.
Hilfsmittel. Wir brauchen noch mal einen Buff-Out, glaube ich. Und dann ist mir aufgefallen, wir können gar nicht rumwandern, wenn wir vollgeladen sind. Ich kann mir ja nicht alle 2 Sekunden da einen scheiß Buff-Out reinballern. Deswegen müssen wir erstmal nach Sanctuary. Aber zum Harry, zum Sanctuary oder so ähnlich. Naja, aber wir können ja dann gleich uns zurück teleportieren. Und dann dort uns mal umgucken, ein bisschen. Obwohl wir ihnen hätten auch was geben können. Naja, was soll's. Was soll man da machen? Warum stehen die da alle? Keine Ahnung. Hey General. Ja? Das sind Minutemans, aber was macht ihr hier? Okay, sind wahrscheinlich nur auf der Durchreise. Also hier sieht man, musste ich noch ein bisschen was hinpacken, da ich gesehen habe, dass abends hier alle stehen und an die Sportgeräte wollen. Und es hat da nicht ausgereicht. Moral 42 ist um 1 wieder gestiegen, das ist super. Vorhin waren es noch 71. Da. Hä? 20? Das war wenig. Warum nur 20? Was ist denn hier los? Sind ja alle arbeitslos? Ihr habt alle einen Job? Was ist mit euch los? So, Wasser 903, wenn man es da oben sieht. Also. Oh, hier sind auch welche nicht angeschaltet. Oder? Doch, sind sie. Können wir vielleicht noch ein bisschen. Wäre schon geil, wenn ich wenigstens die 1000 noch erreichen würde. Ich nehme auch die kleinen. Fast haben wir es, die 1000. Na, komm, ran da. Was ist los? Warum blubbert es nicht mehr? Ah. Toll, einer fehlt noch. Oder gibt es vielleicht nicht mehr als 1000? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein. Naja, geht nicht mehr als 999. Mich wundert jetzt nur, warum wir nicht gleich wieder 500 Wasser haben. Haben ein paar unserer Siedlung gar kein Wasser? Nee, aber doch nicht diese Menge, oder? Ich guck mal, ob jemand arbeitslos ist. Dafür sind die Terminals echt super. Das steht hier auch erstmal nur so rum. Beschäftigungsübersicht. Wir haben 11 Farmer, Wachen, wo ich die Wache eigentlich mal umgesetzt habe.
der Landwirtschaft zuweisen. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Super, dann arbeite. Wasser 20. Wir nehmen es mal noch mit, aber ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. So, wir haben auch genug Wackelpuppen. Eine fehlt für die untere noch, aber an sich fehlen halt noch ein paar. Ich muss mal den Zettel holen und gucken, wo wir noch hin müssen, um die zu bekommen. Also da steht halt nur die Orte drauf, aber suchen muss ich selbst erstmal wieder. Super. Oh, das hier ist besser. Ganz blöd, dass man das nicht direkt, auch wenn man irgendwas wegpackt oder so, das dann die nicht direkt anziehen kann. Das kann man ja verkaufen. Oh, jetzt, na egal, was soll's. Hä, nee, warte, das gehört doch hier gar nicht rein. Was mache ich denn? Ah, ein Artig, toll, das brauchen wir. Drogen. Warum stehst du jetzt hier wieder rum? Also manchmal ist das echt ein bisschen komisch. Wie sieht es eigentlich mit Mutterbeeren aus? Ich pflanze hier nämlich jetzt, wird alles langsam umgetauscht. Da Mutterbeeren bessere Nahrungsquellen sind. Ich kann nicht glauben, dass sie fort ist. Haben wir nicht schon genug gelitten? Nein, habt ihr nicht. Da, 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 da. Mutterbeeren. Zack. So, die Tomaten haben wir mich auch schon ersetzt. Das hatte ich gestern noch gemacht. Gut, hier sind noch ein paar Möhren, Karotten und so. Das auch. Das soll alles noch ein bisschen geerntet werden, damit ja, man woanders besser Karotten und sowas anpflanzen kann. 16 Leute sind jetzt hier. Essen 62. Das Wasser ist jetzt maximal. Energie. Schutz. Man kann nicht alles maximal haben. Das ist leider das große Problem. Hier ist 0 Schutz. Betten 28. Hier sitzt keiner drauf. Und du stehst auf der falschen Seite, um das B zu machen. Naja, okay, gut.
dann wollen wir jetzt zurück, um uns da hinten noch ein bisschen umzusehen. So, wir gehen aber in die Richtung. Ist hier okay. Oh, gehen wir mal rein. Das wär's. Dauert sehr lange. Ah, wir sind wohl von hinten ran. Wo hier der Schlüssel gewesen wäre. Was war das? Ah, blöd. Das ist seltsam. Sind wir etwa hier, wo eigentlich das DLC weitergehen würde? Also. Gut, Selbststeuerung brauchen wir nicht mehr. Die haben wir.
Das Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Ja, und das wundert mich ehrlich gesagt sehr. Strange. Sehr verdächtig. So ruhig auch alles hier. Das Polizeirevier, da können wir mal hin. Weißt du nicht, ob Benzinkanister Öl bringen, aber... Ja, wenn du da hoch willst, dann geh da hoch. Schieb ich dich. Oh? Was ist das? Salz oder was? Wieso kann ich dann ein paar Sachen nicht auf... Eben. Klar, das funktioniert noch. Ich glaube, wir brauchen wieder mal einen kleinen Auftrag vielleicht. Wie wäre es denn sogar damit? Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Finde die Karawane. Dies ist ein Notruf. Ach, so weit weg sind die gar nicht. Könnte man sogar hinlaufen. Das machen wir mal. Aber nicht mehr diese, also diese Folge werden wir es nicht mehr schaffen, das ist klar, denn ich möchte versuchen. Traders Welcome, das gefällt mir nicht, da sind 100 pro Raider drin. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin.